Radio Okie-Tok. Radio Okie-Tok. Radio Okie-Tok. Von Mensch zu Mensch. Radio Okie-Tok. Fakten, Fakten, Fakten. Folge 11. Vom Parteienstaat zum Bürgerstaat. Heute ist Samstag, der 23. Juni 2018 beim Gongschlag weiß 12 Uhr. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Livestreams und jene, die es auch später nachhören werden, begrüßt ganz herzlich Franz Josef aus Graz. Bevor wir mit dem eigentlichen Programm beginnen, wiederum der Hinweis für all jene, die heute schon etwas für eine Zukunft, nachhaltige Zukunft, in der sich's besser leben lässt, tun wollen. Es handelt sich hier um einige Petitionen. Die erste Petition betrifft Smart Meter, stopsmartmeter.at. Die Links, die hier in den Sendungen genannt werden, befinden sich in den Unterlagen zur Faktensendung, im Faktennachweis. Wo ist dieser auffindbar? Auf www.okidoc.com. Oben in der Mitte auf Archiv klicken. Jahr 2018, Monat 06, und da ist das PDF schon. Eine weitere Petition bzw. Möglichkeit, sich abzumelden von dem elektronischen Gesundheitsakt, ist der ELGA-Widerspruch. Man muss ja seine Daten nicht jenen auch inzwischen staatlichen, halbstaatlichen Institutionen zur Verfügung stellen, die diese dann weiterverkaufen dürfen zu wissenschaftlichen Zwecken. Eine Menge weiterer Petitionen findet sich auf der Petitionsseite des Brannervereins, erreichbar unter www.brannerverein.at. Und auch wichtig für mehr Rückzug aus der Vollüberwachung ist die Suchmaschine startpage.com zu verwenden. Diese speichert zumindest nicht mit, auf welchen der angegebenen Links ihr dann gedrückt habt, was Google sehr wohl macht. Gut, als Kontaktadresse zur Faktensendung bitte die offizielle Okidoc-Adresse office@okidoc.com verwenden. Unter Betreff bitte Fakten schreiben und bringt eure Anregungen, Ergänzungen, Beteiligungen, Fragen, Wünsche ein. Ihr seid herzlich willkommen. Die Sendereihe Fakten, Fakten, Fakten beschäftigt sich auch mit dem Paradigmenwechsel, der nachweislich am Laufen ist, und will dazu auch das eine oder andere beitragen. Dazu beschäftigen wir uns jetzt mit einer persönlichen Geschichte, die uns alle betrifft, die wir in diesem Paradigmenwechsel zumindest ansatzweise bereits erkannt haben. Es geht ja darum, aus diesem alten, zurzeit herrschenden, nachweislich lebenszerstörerischen Paradigma rauszukommen und in ein neues lebensfreundliches Paradigma reinzukommen. Und alle, die wir diesen Weg gehen, machen hier innere Entwicklung, auch eine emotionale Entwicklung, intellektuelle Entwicklung durch. Und wir wollen das jetzt hier unter die kurze Überschrift von
Ignoranz, Ärger, Wut, Zorn zu intellektueller Klarheit stellen. Wir alle beginnen unseren geistigen Weg mit ganz speziell eingeimpften Sklavenwissen, kann man das nennen, welches uns in den Systemschulen vermittelt wird und das von den Systemmedien als alternativlos verstärkt wird. Die Ignoranz, das Unwissen, das Teilwissen über das heutige Zentralschuldkreditzinsbuchgeld wird uns vom System über fehlende oder unrichtige Erklärungen eingepflanzt, induziert, eingeimpft. Es handelt sich hier um fehlendes oder unrichtiges Wissen. Wohl jeder, der die brutalen lebensfeindlichen Auswirkungen dieses Elitengeldes auf Mensch und Natur, wir befinden uns ja nachweislich in der sechsten Massenauslöschung, profitgetrieben, mehr oder mehr zu sehen beginnt, nimmt dann auch starke Gefühle von Unglauben wahr, von das darf doch wohl nicht wahr sein, bis zu das will ich gar nicht wissen. Und je nach eigener Veranlagung dann auch mehr oder weniger starke Gefühle wie Verwirrung, Verzweiflung, Wut, Ärger oder gar Hass. Wo ist nun die Lösung? Durch die Erkenntnis, durch die Einsicht, dass all diese negativen Gefühle nichts helfen, werden diese von selbst weniger. Und es taucht immer mehr eine Art von intellektueller Klarheit auf, die die Hintergründe zu analysieren vermag und damit in der Lage ist, bessere, lebensfreundliche Alternativen zu entwickeln, zu verbreiten und umzusetzen. Kurz, weder ignorante Dummheit noch negative Emotionen bringen uns als Einzelne, als Familie, als Gemeinde, als Nation, als Menschheit weiter. Intellektuelle Klarheit jedoch und breiter öffentlicher Diskurs sind daher angesagt. Und um hier etwas Klarheit zu erzeugen, wie das heutige westliche System funktioniert, wollen wir uns wieder kurz mit der Bedeutung des Wortes Demokratie für die Eliten befassen. Und zwar ist das sehr gut ausgedrückt im schon öfter zitierten Buch von Edouard Bernays, Propaganda genannt, 1928 erschienen. Und hier ist das zentrale Thema in einem einzigen Satz auf eine sehr genaue Art und Weise zusammengefasst, die uns Klarheit bringen kann, was die Eliten unter Demokratie verstehen. Und es liest sich: die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Das ist also Edouard Bernays. Weitere Links, wie gesagt, in Faktennachweis zur Sendung enthalten. Und zwei weitere Bücher gehören jetzt hier dazu, um die also auch von dieser unsichtbaren Regierung, die die wahre Herrschermacht sei, sprechen. Das eine ist recht bekannt und vielen bekannt. Das ist das Buch 1984.
1984 von George Orwell. Es ist jetzt in einer deutschen Fassung wieder auf YouTube zu sehen. Und das zweite weniger bekannte Buch ist Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Während 1984 ein Gesellschaftsmodell vorstellt, das perfekte Unterdrückung durch eine durchgängige Vollüberwachung ausübt, ist Schöne neue Welt anders aufgestellt, nämlich über eine technokratische Vollkontrolle und bereits über die Gesellschaftssteuerung ohne Unterdrückung. Und es gibt also Hinweise darauf, dass sich 1984 verwirklicht. Das sind die vielen Überwachungskameras, das ist die Überwachung per Smartphone, das ist die Überwachung per Smart Meter. Und Schöne neue Welt wird dann kommen, wenn alle smart gechippt sind, denn diese Chips können jetzt nicht nur analysieren und lesen, sondern diese Chips können jetzt auch schon Emotionen und durchaus Gedanken beeinflussen und damit eine gesamte Gesellschaft steuern. Was Aldous Huxley selber zu seinem Werk Schöne neue Welt sagt, kurz angespielt. Began about 30 years ago when I wrote this. Vor etwa 30 Jahren schrieb ich diese utopische Fantasie, wackere neue Welt. Es war eine Art negativer Utopie. Es war eine Fantasie über eine Gesellschaft, in der jede Anstrengung gemacht worden war, alle menschlichen Unterschiede auszuschalten und das Produkt Mensch zu standardisieren, um schließlich tatsächlich eine Art von wissenschaftlicher Diktatur zu errichten, die auf einem Kastensystem beruhte. Ja. Ja, also eine wissenschaftliche Diktatur. Die Wissenschaften, vor allem die Sozialwissenschaften, arbeiten ja mit Public Relations. Das ist nichts anderes als Propaganda, ja mit Hochdruck daran, die, wie Banesis aufgeschrieben hat, die Meinungen der Massen bewusst und intelligent zu manipulieren, um eben eine demokratische Gesellschaft nach Verständnis der Eliten sicherzustellen. Wie funktioniert nun diese Elitendemokratie, die keine direkte Demokratie ist? Sie funktioniert als repräsentative Parteiendemokratie. Und wir verwenden in dieser Sendungsserie die Analyse von Wladimir Bjakin über die heutige unsichtbare globale Befehlskette dieser unsichtbaren Herrschermacht, von der Edward Bernays spricht. Es beginnt bei den globalen Eigentümern. Das sind also diese Eliten, am besten zu greifen bei der Hochfinanz, am besten zu greifen bei den großen transnationalen Konzernen. Diesen gehören nun mal die Banken. Und was sie als erstes machen mit dem Geld, das sie aus nichts per Kredit schöpfen, ist, dass ihnen inzwischen die Matrix-Medien gehören. Nur mehr 6 Fernsehanstalten beliefern die amerikanische Öffentlichkeit. Es konzentriert sich immer mehr. Die Matrix-Medien bereiten die Gesellschaft, das Wählervolk, durch bewusste und intelligente Manipulation darauf vor, dass die Lobbypolitiker akzeptiert werden. Denn die Lobbypolitiker werden gebraucht, um nationale Gesetzgebung, transnationale Gesetzgebung inzwischen zu beschließen, wie zum Beispiel den Freihandel, dazu kommen wir noch. Und das bringt große Vorteile für die Konzerne, welche auch wiederum den globalen Eliten der Hochfinanz gehören.
Und diese in dieser unsichtbaren globalen Befehlskette kommt der Mensch überhaupt nicht vor, denn dies ist dazu geschaffen worden, den maximalen Profit zu erwirtschaften. Schauen wir uns noch einmal die verschiedenen Stufen an. Die Banken erschaffen also das Zentralschuldzinsbuchgeld aus dem Nichts. Das ist also inzwischen kein Geheimwissen mehr, denn sogar die Frankfurter Allgemeine, also das Zentralausgabeblatt der Deutschen Bank und damit der europäischen Hochfinanz, fragt in einem Artikel, wie kommt Geld in die Welt, bezieht sich dabei auf die Occupy-Bewegung und muss dann schließlich endlich doch zugeben, dass die Banken Geld aus dem Nichts schaffen. Sie schreiben also, bei dem Geld, das die Banken schaffen, dem sogenannten Buchgeld oder Giralgeld, ist es nicht viel anders. Diese Art von Geld entsteht, wenn eine Bank einem Kunden einen Kredit gibt und den Betrag auf dessen Konto gutschreibt. Vollkommen klar, da war vorher nichts. Dann gibt es eine Unterschrift unter den Kreditvertrag, dann werden Buchungszeilen geschrieben und damit wurde Geld aus dem Nichts erschaffen. Sir Josiah Stamp, Direktor der Bank of England, hat darauf hingewiesen in einer Rede bereits 1927, aber wenn Sie weiterhin die Sklaven der Bankiers sein und die Kosten ihrer eigenen Sklaverei bezahlen wollen, dann lassen Sie es zu, dass die Bankiers weiterhin Geld schöpfen und die Kreditvergabe kontrollieren. Auf der staatlichen Ebene haben wir jetzt vorige Woche einen 50 Milliarden Dollar Kredit entstehen gesehen, also wurden eine Buchungszeile mit 50 Milliarden US-Dollar beim Internationalen Währungsfonds geschrieben und diese Buchungszeile wurde dann an Argentinien transferiert. Und diese Buchungszeilen sind aber für das Volk sehr, sehr unangenehm, denn die argentinische Regierung hat jetzt beziehungsweise die argentinischen Lobbypolitiker haben jetzt hier einen Vertrag unterschrieben, der Zehntausende bereits auf die Straße treibt. Es gibt nämlich starke Einschnitte bei den Sozialabgaben. Die Kreditgewährung erfolgt nicht ohne Gegenleistung. Argentinien verpflichtet sich gegenüber dem IWF zur Durchführung eines Strukturanpassungsprogramms, mit welchem die öffentlichen Ausgaben gekürzt, staatliche Subventionen gestrichen, Ausgleichszahlungen an die Provinzen zum Teil eingestellt, staatliche Gehaltszahlungen zurückgeschraubt und das Sozialwesen beschnitten werden. Die geplanten Einsparungen sollen in den kommenden 3 Jahren rund 19 Milliarden US-Dollar betragen. 2020 soll demnach ein Nulldefizit erreicht werden. Damit wird der argentinischen Wirtschaft Zahlungsmittel entzogen und damit wird die argentinische Wirtschaft weiterhin schwer beschädigt. Wir können also in aller Klarheit auch feststellen, das ist ein weiterer Punkt, dass die finanzielle Ungleichheit eine direkte Folge des heutigen Geldsystems ist. Das hat jetzt im vorigen Jahr bereits darin gemündet, dass 8 Milliardäre gleich viel besitzen wie der, wie so heißt, untere Teil der gesamten Menschheit, also 3,6 Milliarden zu 8. Steht im Augenblick die Verteilung des Reichtums der Welt. In diesem englischen Bericht hier wird bereits geschrieben, dass das Ganze bereits jenseits von grotesk ist.
Denn ein Jahr davor waren es noch 62 Milliardäre, im Vorjahr nur mehr 8 Milliardäre. Man sieht also, wie sich das Kapital in diesem System wie von selbst konzentriert. Und die untere Hälfte oder der untere Teil der Welt immer ärmer wird. Denn das Geld, das aus dem Nichts erschaffen wurde als Buchgeld, das dient nicht der lokalen Wirtschaft, sondern das landet dann als Buchungszeile auf den Konten der Superreichen, wobei die wirklich Superreichen hier noch gar nicht angegeben sind. Ein weiterer Punkt, den wir in aller Klarheit erkennen müssen, und das ist für alle Aufwachenden ganz, ganz wichtig, nämlich die Funktion der Matrix-Medien als Propagandamaschine. Wir haben ja gesehen, dass das Demokratieverständnis der Eliten bedingt, dass die Demokratie nur dann möglich ist, wenn die Meinungen der Massen bewusst und intelligent manipuliert werden. Und Noam Chomsky, Linguist und Wissenschaftler, hat die 5 Filter der Medien beschrieben. Erstens, die Eigentümer geben die Richtung vor, zum Beispiel 5G, Transhumanismus. Die Werbeeinnahmen steuern dann die Details. Diese kommen von den Konzernen in erster Linie. Drittens, ganz, ganz wichtig, jetzt tauchen die Experten auf, denn die Experten bestätigen, dass die Richtung richtig ist und dass auch die Schritte richtig sind und stellen das Ganze wiederum auch wichtig als alternativlos dar. Der vierte Punkt ist dann, sobald Kritiker auftauchen und das zum Beispiel nicht als alternativlos bezeichnen, dann werden die Schmutzkübel ausgepackt. Und jetzt haben wir also eine neue Schmutzkübelgeneration im Internet, das sind die Trolle. Die arbeiten also bezahlt im Auftrag dieser Eliten, damit sich andere Ideen nicht durchsetzen, damit das sogenannte Narrativ, also welche Geschichte erzählt wird, nicht irgendwie in Frage gestellt werden kann. Und jetzt kommt die Elite überhaupt mit der Internetzensur daher. Das wird also ein kritisches Thema, denn das Internet ist im Augenblick jener Faktor, der es möglich macht, dass viele Menschen erwachen, weil sie zu alternativen Medien, zu freien Medien dazukommen und die Hintergrundinformationen, wie auch in der Sendung Fakten, Fakten, Fakten oder auf www.okidoc.com in tausenden von Radiosendungen von Menschen für Menschen gemacht, dem nachgehen können. Der fünfte Punkt, und den alle Medien dann gemeinsam verpflichtet sind von der transnationalen Elite, sind Berichte über Terror, Angstmache, ein ängstliches Grüppchen lässt sich viel leichter manipulieren als freie Menschen, die sehen, was hier los ist. Noam Chomsky dann im Konkreten mit einem Zitat: Ich kritisiere die Medien zum Beispiel dafür, dass sie Verträge zum Schutz von Konzerninteressen als Freihandelsabkommen bezeichnen. Wir sehen also, die Eliten sehen die Demokratie anders als wir vom Volk und die Eliten sehen den Freihandel, der freie Handel für die Konzerne, aber nichts Freies für die Menschen dabei. Das dritte in der globalen Befehlskette, noch einmal, Eigentümer, Banken, Matrix, Medien, Lobbypolitik, da komme ich jetzt dazu. Die Lobbypolitik ist die Parteienpolitik und ist zuständig für die Gesetzgebung. Und das sind die Gesetze, die die Elite den Politikern zu beschließen gibt und nicht die fürs Volk gut sind. Das stellt sich immer mehr heraus. Das heißt, die Parteien sind definitiv die Erfüllungsgehilfen der globalen Politiker. Das hat mit dem einzelnen Parteisoldaten nichts zu tun, das ist der Clubzwang. Und die Politiker selber, die haben ein doppeltes Gesicht. Auf der einen Seite müssen sie sich im Schönreden und im Versprechen gegenüber dem Wähler profilieren, um seine Stimme zu bekommen und ihn dann zu beschwichtigen, aber auch um zu polarisieren.
Wir haben ja ein Zitat von einem steirischen Landespolitiker, der sagt, die Sorge, dass die Lage bald eskaliert, ist berechtigt. Allerdings leben wir seit 2008 am Rande des Abgrunds. Die Fäden haben andere in der Hand. Wir sind nur kleine Mitspieler. Aber richtig, ich würde auch entsprechend vorsorgen. Habe ich auch. Wir müssen trotzdem beschwichtigen. Der jetzige Innenminister, deutsche Innenminister Seehofer, halt, dass es bayerischer Ministerpräsident hält sich so ausgedrückt, das ist ja sehr bekannt, die wir wählen, haben nichts zu bestimmen und die zu bestimmen haben, die sind nicht zu wählen. Das ist also ein klarer Hinweis darauf, dass hier eine unsichtbare Herrschermacht, der wir hier nachgehen, faktisch am Werken ist. Ja, und wie gesagt, auf der einen Seite müssen die Politiker das Schönreden und Versprechen und Beschwichtigen perfektionieren, um gewählt zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es die geradlinige Befehlsausführung. Die Befehle kommen von den Eliten und hier unterschreibt dann die Gesetze der Politiker als Parteisoldat. Beispiel CETA. Das ist ein Freihandelsabkommen. Wir haben schon gehört, Freihandel ist etwas für die Eliten, aber nicht für die Völker. Und es ist ein Vertrag. Und wir haben in Österreich die Situation vor der Wahl, nach der Wahl. Vor der Wahl, SPÖ für CETA, FPÖ dagegen, aber wie? Nach der Wahl, SPÖ dagegen, aber wie? Und die FPÖ unterschreibt. ÖVP hat als Vertretung der industriellen Vereinigung die Position gehalten, war vor der Wahl und nach der Wahl dafür, denn das Freihandelsabkommen stärkt Konzerninteressen, Industrie gehört dazu, keine Frage. Weiteres Beispiel war die Forderung der FPÖ, vor der Wahl nach einer verbindlichen Volksabstimmung ab 100.000 Unterschriften. Das ist ins Nichts verschwunden. Dafür ist was Neues dazugekommen. Das ist die Arbeitszeitverlängerung auf bis zu 12 Stunden am Tag. Auf einmal ist die ÖVP dafür als Vertreter der industriellen Vereinigung und ist auch die FPÖ dafür wegen des Clubzwangs, wegen des Parteisoldatentums. Gut, wenn man sich die CETA-Geschichte anschaut, dann kann man das so grundsätzlich analysieren, mit Regierungsgewalt dafür. Warum? ÖVP Regierungsgewalt immer dabei in den Koalitionen, zweimal dafür. SPÖ vor der Inregierungsgewalt, als Kern den Bundeskanzler stellte, hatte er das CETA-Abkommen selber unterschrieben als Bundeskanzler. Ja, da hatte er Regierungsgewalt, da war er dafür. Jetzt hat die FPÖ Regierungsgewalt, ist dafür. Man kann also sagen, wer die Regierungsgewalt hat, ist für CETA. Ohne Regierungsgewalt sind die Parteien dagegen. Warum sind sie jetzt auf einmal dagegen und verlieren ihr Gesicht? Siehe SPÖ, vollständig, wenn man das ein bisschen analysiert. Ja, das ist also diese Funktion, den die Parteien auch erfüllen müssen, im Auftrag der Elite zu teilen, zu polarisieren. Gustav Heinemann war deutscher Bundespräsident von 1969 bis 1974. Und er hat folgende denkwürdige Sätze gesagt. Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet. Nun gut, hier wäre das also die Definition Demokratie, so wie das Volk sich versteht und nicht, wie die Elite es versteht. Und
um den Parteisoldaten wiederum etwas klarer zu sehen. Es ist nicht so schwer, die Psyche des Parteisoldaten zu verstehen. Upton Sinclair hat es 1935 schon sehr schön ausgedrückt. Es ist schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt gerade davon abhängt, dass er es nicht versteht. Gut, wir sehen also bei unserer heutigen Analyse der Demokratie, dass diese repräsentative Parteienlobby-Demokratie, die wir von der Elite heimlich installiert bekommen haben, eigentlich die Abwehr der direkten Demokratie ist. Wie funktioniert das Wahlsystem heute? Die Eliten suchen die Kandidaten für die Wahlen aus und erwecken so den Eindruck der Wahlfreiheit und der Mitbestimmung. Aber es gibt dahinter eben diese unsichtbare Regierung, welche die Kandidaten aussucht, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wenn wir zurückschauen zur Gründungszeit der USA mit dem Bill of Rights, also der amerikanischen Verfassung, dann muss man verstehen, dass viele der Gründerväter waren selber noch Sklavenhalter. Und da war das bitte kein Thema, ob da alle mitreden sollen, sondern das wurde von den Gründervätern auch ausdrücklich als äußerst gefährlich bezeichnet. Und sie hatten definitiv Angst vor der Mehrheitsmeinung der Besitzlosen, wie sie sie genannt haben. Und deshalb wurde dieses System der repräsentativen Parteiendemokratie installiert, um eben diese Wahlfreiheit vorzutäuschen. Wann sind die heutigen Parteien in Österreich entstanden? Die sind im Grunde genommen noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden. Es wurde die SPÖ am 14. April 1945 gegründet, am 17. April die ÖVP und damals die KPÖ. Also aus dieser Zeit, aus dem April 1945 stammen die österreichischen politischen Parteien. Es gibt ein Parteiengesetz, da steht drinnen, dass die politischen Parteien im Grunde genommen Vereine sind, gemeinnützig, ja, aber mit einem großen Unterschied, nämlich sie sind für nichts haftbar. Verbunden damit ist die Immunität der Abgeordneten, damit sie also während der Amtszeit für kein Vergehen belangbar sind, außer das Parlament hebt die Immunität auf. Gut, wir können also sagen, die Parteien sind eingesetzt worden von den Alliierten und von den Russen. Stalin war damals beteiligt auch an der Einsetzung der politischen Parteien in Österreich. Das ist also ein System, das wieder von außen induziert wurde, von außen eingeimpft wurde. Und über die es ebenso wie über eine österreichische Verfassung bis jetzt keine Volksabstimmung gegeben hat. Und das ist verständlich, das ist eine Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung gewesen. Aber nur sind jetzt, was sind es, 60, 80 Jahre vergangen seit dieser Zeit und die Gesellschaft ist weitergekommen und ist zu mehr Verantwortungsübernahme aufgrund eines klareren Blickes, was die öffentlichen Aufgaben sind, fähig geworden. Es gibt ja auch eine schöne Analyse von Tech-Anarchist, Webseite und der Facebook-Gruppe, und die stellt also so ähnlich dar, wie die unsichtbare herrschende Klasse die Konzerne kontrolliert, hier wiederum als erstes die Medien und die Banken kontrolliert als Konzerne. Medien sind Konzerne, Banken sind Konzerne, nicht nur der produzierende und handelnde Bereich. Und dass die Medien eben die Bürger beeinflussen und über das Banksystem kann die Wirtschaftsentwicklung gesteuert werden. Weiters hat diese Herrscherklasse eben die Lobbypolitiker auf der Gehaltsliste oder auf der Korruptionszahlungsliste
Und diese machen nun die Gesetze, die die Bürger kontrollieren und kontrollieren aber auch die Gerichtshöfe, die die Bürger bestrafen. Und schließlich und endlich transnational der militärisch-industrielle Komplex bei uns, die NATO in Europa, in EU her, soll es nicht genügend aufgewachte Bürger ablehnen kommen. Und da geht es um eine Art von Menschenopfer bereits, denn wenn man sich den völkerrechtlichen Krieg der NATO und damit der EU-Staaten gegen Serbien anschaut, gegen den Kosovo anschaut, mit den schrecklichen menschlichen Folgen, dann kann man das nicht mehr rechtfertigen, dass sich ein besserer Zustand hier nicht durch Verhandlungen auch hätte erreichen lassen, sondern Einsatz von Waffen, von Bomben, von Uran, Munition führt definitiv zum direkten Menschenopfer und Opfer der menschlichen Gesundheit und des gesellschaftlichen und damit auch individuellen Glücks. Über die Konzerne, die in dieser Befehlskette drinnen sind, hat John Sigler ganz klar gesprochen von der Diktatur der Konzerne. Und bleiben wir bei dem, lassen wir den Satz in unserer Erinnerung, diese kannibalistische Weltordnung muss gestürzt werden. Nochmals betrachtet, globalen Eigentümer, Globalisten haben ihre Zentralbanken, die schreiben Buchungszeilen, mit diesem Buchungszeilengeld haben sie die Matrixmedien aufgekauft. Zu den Medien, dieser Erziehungsinstitution kann man sagen, muss man auch die Schulen dazu nehmen. Und in den Schulen lernen wir den Grundstock der alternativlosen Propaganda und diese wird von den Matrix-Medien dann ständig und deren Experten ständig bestärkt. Die Lobbyparteipolitiker, die teilen dann das Volk, da kann man dann zwar wählen, aber wir haben gesehen, die an der Macht sind, unterschreiben dann die Gesetze, die sie von den Eliten bekommen, koste es Ansehen und Gesicht, was es wolle. Und die Konzerne schließlich und endlich, die Produzierenden, die zerstören die Erde im Augenblick für die Profitmaximierung. Jetzt müssen wir noch einen Begriff dazu nehmen, nämlich das ist Faschismus. Das ist sehr, sehr aktuell. Mussolini, der Gründer, Vater des Faschismus, hat Faschismus so definiert, dass er gesagt hat, das ist die Verschmelzung von Staat und Industrie, also von Staat und Konzernen. Wir haben heute die Verschmelzung von Staat und den Banken. Der Staat rettet die Hypo, too big to fail, das Zeitalter des Kapitalismus ist vorbei, der Marktversager muss im Kapitalismus in Konkurs gehen, wenn der größte Marktversager der Republik Österreich, die Hypo, mit einem Schaden von 16 Milliarden Euro nicht in Konkurs gehen muss, dann ist das nicht mehr Kapitalismus, das ist bereits Bankismus, die Herrschaft der Banken, damit die Herrschaft der Industrie, die Verschmelzung von Staat mit Konzern und das ist die heutige Form des Neofaschismus, wie er wirklich gelebt wird. Ein anderes Beispiel, gerade für uns in Europa wichtig, die bedeutende Rolle, die die IG Farben als Konzern gespielt hat, dass es zur heutigen zentralistischen EU gekommen ist. IG Farben ist heute übrigens Bayer. Ein weiterer Punkt, der jetzt stark im Kommen ist, ist der E-Faschismus. Es wird also alles E-Government und Smart und das geht weiter rein in den Smart-Faschismus. Hier kommt die Artificial Intelligence dazu. China hat bereits ein Vollüberwachungssystem für sogenanntes soziales Gutpunktesystem und hier werden Türen geöffnet, wenn man brav die Parteilinie verfolgt und Türen geschlossen,
wenn man kritisch ist, Türen geschlossen heißt, keine Zugtickets mehr, kein Flug mehr, langsames Internet, kein Internet und so weiter. Dieser faschistische, smarte I-Faschismus, der bringt also keinerlei Vorteile mehr für das Volk, sondern fast nur mehr Nachteile. Die Profiteure sind klar erkennbar, die Elitegruppen, die sich diese Struktur zu Nutze machen, um die ganze Welt auszubeuten, das Geldsystem einzusetzen, um alles Erwirtschaftete von fleißig nach reich und dann nach superreich umzuschichten. Wir erkennen, wir haben hier zwei Fotos, einmal vom SPD-Bundestag und seinen Sponsoren, da erkennt man die Konzernverflechtung sehr genau. Bei der SPD ist zum Beispiel Audi dabei und die Deutsche Bahn, und bei der CDU ist zum Beispiel BMW dabei und ein zweites Mal als BMW Group und die Deutsche Bahn. Eine Menge Elektrokonzerne, aber auch Ausländer wie Huawei oder Enbu oder ja, GDI, also internationale Konzerne. Internationalen Konzernen dankt die Partei CDU öffentlich für die Zusammenarbeit. Es gibt im Holocaust-Museum in New York eine Tafel, die vor Faschismus warnt. Und hier ist also die ganz klar der Punkt drinnen, dass die Konzerninteressen geschützt werden, dass die Arbeiterinteressen unterdrückt werden, siehe 12-Stunden-Tag bei uns, dass die Intellektuellen ausgegrenzt werden, siehe das neue Internetzensurgesetz, dass die Massenmedien kontrolliert werden, das hätten wir schon, und dass die Sexualität ganz stark nach vorne getrieben wird, also überbetont wird. Das sind zum Beispiel Zeichen, die frühe Warnzeichen von Faschismus sind. Wir stehen heute also an einer Weggabelung. Wir können erkennen, wo die Eliten hinwollen. 1984, schöne neue Welt als Anker. Und zum Einordnen, was geplant ist. Und jetzt ist die Frage, wo wollen wir hin, wo wollen die Völker hin? Und wir haben das in den vorigen Sendungen anhand des Euros dargestellt. Der Euro ist also am Zerfallen. Die gesamtgeschriebenen Schuldbuchungszeilen für Europa belaufen sich im Augenblick auf 30.000 Milliarden Euro, Tendenz stark steigend, also die Schuldenspirale dreht sich mit höherer Geschwindigkeit weiter, bis es das ganze System zerreißen wird, das zerfällt von selbst, das ist selbst in selbstzerstörerischen Zustand angelangt. Und was hat jetzt die Eliten-EU vor? Die will eine zentrale Schuldenunion machen, mit der Bankenunion ist das konkret unterwegs. Das bedeutet Haftungsunion, das heißt, das reiche Kerneuropa wird verschmolzen mit den südlichen Ländern. Das ist die vollständige Enteignung von Deutschland, Österreich und den besser gestellten EU-Staaten. Weiters ist vorgesehen, dass die Bevölkerung gechippt wird. Mit dieser Schuldenunion kommen dann die Sparprogramme, die die Nationen an den Rand der Verzweiflung treiben oder wirklich in die Verzweiflung, sehe Griechenland. Über Griechenland gibt es jetzt eine neue Mitteilung, dass das Ende der Schuldenkrise in Griechenland erreicht ist. Griechenland bekommt ein letztes Mal 15 Milliarden Euro.
Es wurden also die Schulden erhöht, um die Schuldenkrise zu beenden. Und die Sparprogramme werden noch einmal angezogen. Die Bevölkerung stöhnt und schreit, das wird zugegeben, aber es ist das letzte Mal. Und der Schuldenstand von Griechenland beläuft sich auf 180% des BIP. 60% des BIP ist die Maximalgrenze im Maastricht-Vertrag. Man sieht also, auch die EU hält sich nicht an die eigenen Vorgaben. Hauptsächlich Buchungszeilen können geschrieben werden. Die Schuldenmaschine läuft. Wenn die Schuldenmaschine den Boden aufbereitet hat, dann die Enteignungsmaschine zum Umpflügen der Eigentumsverhältnisse von Grund und Boden kommt. Ja, und die Zentral-EU will uns natürlich auf den Weltmarkt vorbereiten. Löhne runter, längere Arbeitszeiten, Umweltstandards runter. Da können wir am Weltmarkt mitmachen. Das interessiert die Zentralelite, das interessiert aber keinen arbeitenden Menschen in keiner Nation. Ja, und eine der neuen Ideen der Zentral-EU ist ein EU-Heer. Das ist natürlich mit der österreichischen Neutralität vollkommen unverträglich und kann nicht sein. Nun, wenn wir von Weggabelung sprechen, gibt es eine Alternative in der Welt von Alternativlos, also in der Welt der Massenmedien, in der Welt der Lobbypolitik, in der Welt der Wissenschaft, gibt es die nicht. Warum nicht? Weil die befinden sich in einem geistigen, persönlichen Zustand von neurotischer Fixierung. Die haben Scheuklappen auf, die lassen nur einen ganz schmalen Schlitz der Betrachtung frei, noch mehr Zentralisierung, noch mehr Verschuldung, noch mehr Unterdrückung der Völker, noch mehr Profit für die Konzerne. Das heißt, die sehen das nicht. Das muss einem wirklich klar sein. Die werden auch dafür bezahlt, das nicht zu sehen. Mit denen braucht man also auch nicht viel diskutieren, aber die sind auch nur wieder wenige Experten. Wichtig ist die große breite Masse des Volkes, die bereits stark unter diesen Sparmaßnahmen, vor allem in Griechenland, in Spanien haben wir das auch schon, leidet. Island ist einen anderen Weg gegangen als Griechenland und hat die Banken in Konkurs gehen lassen und die stehen heute wirtschaftlich recht solide und sehr zufrieden und freundlich da. Gut, und wenn wir jetzt von einem anderen Weg hier sprechen, dann ergibt sich der aus dem Gegenteil von zentral, nämlich lokal. Und eines muss verstanden werden, da wo zentral ist, ist lokal nicht. Und da wo lokal ist, ist zentral nicht. Lokal und zentral haben nicht gleichzeitig im gleichen Raum Platz. Weil das sind zwei verschiedene Räume, die sind unverträglich, vollständig unverträglich. Also es ist eine echte Weggabelung. Entweder gehen wir gehen wir weiter im Herrschaftsraum dieser unsichtbaren Zentralmacht, oder wir gehen den lokalen Weg. Und der lokale Weg bedeutet auf der Ebene der Währungen, des Geldsystems parallel zum Euro und als haltbares, krisensicheres Zahlungsmittel eine nationale Währung, das Ganze herausgegeben als Gemeindegeld, siehe Fakten Nummer 8 und 9, das Ganze begleitet von einem Grundeinkommen, das heute im Zentralgeldsystem übrigens schon problemlos finanzierbar ist, und mit einer Betonung auf den Binnenmarkt anstatt auf den Weltmarkt, also auf einen Binnenmarkt, wo für die Unternehmen wiederum Preise zu erzielen sind, da es ein Grundeinkommen gibt, dass wieder die Betriebe nicht in die Schuldenfalle laufen, wie sie es heute tun. Binnenmarkt und Kleinunternehmerstärkung bedeutet auf der lokalen Ebene auch den radikalen Rückbau vieler, vieler vollkommen unsinniger Regulierungen. Ja, also noch einmal kurz die Grundlagen zu zentral, das eine vollständig unverträglich, mit lokal das andere. Das Lokale ist abgesichert rechtlich im heutigen positiven Recht über das Prinzip der Subsidiarität.
Das heißt, die kleinste Einheit, das ist eine Verwaltungseinheit, das heißt, das ist die Gemeinde, soll alles regulieren, was zur Regulierung der Gemeinde des Zusammenlebens notwendig ist. Und nur wenn das Gemeinsame von Gemeinden die Kapazität von Gemeinden übersteigt, dann wird das dann werden höhere Instanzen damit beauftragt, diese Aufgaben zu erfüllen. Ein typisches Beispiel für Österreich: es kann nicht jede Gemeinde einen Gasliefervertrag mit Russland unterschreiben. Das soll weiterhin österreichweite Institution, da hätten wir ja die ÖMV sehr erfolgreich bereits, da gibt es ja nichts zum Ändern, machen. Das wäre eine Aufgabe, die ist eine typische Aufgabe für den Bund. Die Zentralregierung, das sieht man jetzt sehr gut an der EU, die regiert von oben nach unten, und das lokale System, das beginnt mit Verantwortung von unten und mit Delegation nach oben. Nicht mit Regieren nach unten, sondern mit Delegieren von Aufgaben nach oben. Es ist auch eine Frage von zentraler Fremdbestimmung oder von lokaler Selbstbestimmung. Und und die Begriffe, die zum Zentralismus gehören, ist der Kollektivismus, ist der Kommunismus, ist natürlich die EU-Zentralregierung, ist die UNO-Zentralregierung, im Gegensatz dazu das Subsidiäre, die Gemeinde und die direkte Demokratie. Es gibt also die Kennzeichen des typischen Kennzeichen des Zentralismus, die setzt also die Demokratie als Fassade auf, haben wir heute schon klar bekommen, hat überhaupt kein Interesse an irgendwelcher Mitbestimmung, manipuliert über Schule und Medien, und dieses System ist natürlich äußerst bestrebt, sich selbst zu erhalten. Erlaubt keine Mitbestimmung in Sachthemen, siehe CETA, zeigt sich als diese repräsentative Demokratie, und hier ist jetzt ein weiterer klarer Unterschied zwischen den zwei Gesellschaftsmodellen oder Denkräumen zu sehen. In der repräsentativen Demokratie gibt der Wähler seine Stimme an eine Partei ab, und in der direkten Demokratie behält sich der Wähler seine Stimme, ist also nicht Wähler, sondern nimmt seine Bürgerrechte wahr und erhebt seine Stimme zu Sachthemen. Wir brauchen zur Lösung der anstehenden Aufgaben auch im öffentlichen Bereich Lösungen für die Sachprobleme. Die Parteien dazwischen sind, wenn man das vom organisatorischen und vom Management-Standpunkt her betrachtet, vollkommen hinderlich. Denn die Sachthemen müssen so gelöst werden, damit sie dem Volk dienen, damit sie bürgerfreundlich sind. Und dazu bedarf es der Lösung des Sachthemas, diesen Umweg über den politischen Lobbyismus, der verteuert die Angelegenheit unglaublich, macht sie ineffizient, und was am Ende herauskommt, ist, dass die Interessen der Eliten vertreten werden. Gut, die Intransparenz, die Korruption, die Willkür, auch die Justizwillkür, die hier einhergeht, das, was man als tiefen Staat bezeichnet, das haben wir ja heute schon als die Hintergrundmächte, die Hochfinanz ganz gut sichtbar, die Konzerne ganz gut sichtbar, die Lobbypolitik ganz gut sichtbar, die Steuerung der Matrixmedien ganz gut sichtbar, bereits analysiert. Und was natürlich diese Zentralherrschaft tut, ist, dass sie das Volk teilen muss. Ja? Wenn das Volk zusammenkommt und die zentralen Aufgaben der Gemeinschaft selbst löst, dann braucht es weder die Parteien noch die Zentralherrschaft. Das ist hier der Punkt, den sich jeder Einzelne einmal ein bisschen für sich selber durchdenken und überlegen muss. Das Lokale, das Subsidiäre,
das hat als Zielrichtung die Selbstbestimmung, die Selbstverantwortung, die Selbstverwaltung und die Freiheit für die steuerzahlenden Gemeindebürger. Es beruht auf der Achtung vor dem freien Willen und es gibt nach wie vor eine Macht, aber die Macht ist jetzt verteilt an der unteren Ebene. Es muss nach wie vor wer entscheiden, was wird gebaut, was wird nicht gebaut, kommt Fracking nicht, werden 5G-Towers aufgestellt oder nicht. Ja, was eine Gemeinde eben im öffentlichen Bereich zu entscheiden hat. Das braucht nach wie vor eine Entscheidungsinstanz, aber diese Entscheidungsinstanz sitzt dann in jeder Gemeinde. Das heißt, in jeder Gemeinde müsste in Zukunft entschieden werden, ob für die Unternehmer in der Gemeinde Registrierkassenpflicht eingeführt wird oder nicht. Das muss dann nicht jede Gemeinde einführen. Heute ist die Registrierkassenpflicht von der EU und dem österreichischen Parlament für alle Unternehmer verordnet. So funktioniert Zentralismus. Und ein dezentrales Gemeindesystem würde bedeuten, wenn schon wer auf die Idee kommt mit den Registrierkassen, dann muss das definitiv in jeder Gemeinde ein Beschluss des Bürgerrates sein, nicht des Gemeinderates, in dem die Parteien wirken. Gut, wir haben also die repräsentative Demokratie, die den Bürgern verbietet, ihre eigenen Belange zu regeln, die den Bürgern verbietet und die Möglichkeit nimmt, zu Sachthemen zu sprechen und zu entscheiden, die nur das Kreuzerl alle 5 Jahre als Willensausdruck, als bürgerlichen Willensausdruck per Wahl und Stimmabgabe anbietet, das steht eben in konträren Widerspruch zur direkten Demokratie. Wir wollen vorläufig einmal hier den Fachbegriff Bürgerstaat verwenden. Der Bürgerstaat, die direkte Demokratie, ist die Volksdemokratie, ist nicht die repräsentative Elitendemokratie. Das Wort wurde genommen, weil es gut klingt und die Bedeutung umgedreht. Das wird von der Elite und den Matrix-Medien laufend gemacht. Und die direkte Demokratie im Bürgerstaat wird also das Selbstbestimmungsrecht, das Landrecht der Gemeinde und so weiter gewürdigt. Das ist die natürliche Rechtefolge, die auch rechtlich begründbar ist und die auch richtig ist. Richtig für das Volk, nicht erwünscht von den Eliten. Ja, und Plato hat bereits gesagt, dass die Apathie des Volkes hinsichtlich der öffentlichen Aufgaben, die zu erfüllen sind, einen Preis hat. Nämlich, wenn wir als Bürger gegenüber diesen öffentlichen Fragen und Problemen apathisch sind, dann führt das nach Platon dazu, dass man von bösen Menschen regiert werden wird. Dass das automatisch passiert, was Plato wohl damit gemeint haben mag. Nun widmen wir uns im Rest der Sendung noch den grundsätzlichen Überlegungen, wie kommen wir nun von diesem Lobbyparteienstaat zu einem Bürgerstaat. Für den Einzelnen ist es wichtig zu verstehen, dass er heute der Wähler von politischen Parteien ist und damit seine Stimme abgibt. Danach nichts mehr zu reden. Siehe, FPÖ-Wähler haben nichts mehr zu reden, wenn die FPÖ Zeta mit unterschreibt. Die SPÖ-Wähler haben nichts mehr zu reden, die natürlich für Zeta waren, weil sie haben ja deshalb, waren sie nicht einmal so der SPÖ Urabstimmung gegeben, da war die SPÖ-Basis gegen Zeta. Man sieht also, auch die parteipolitische Basis hat in dieser Elitenlobby-Parteiendemokratie nichts mehr mitzureden. Also, vom Wähler, der wir heute sind, sind wir dann im neuen System was? Im Bürgerstaat. Dann sind wir Bürger mit Stimme. Denn wir haben die Stimme nicht abgegeben an Parteien, die für nichts haftbar sind nach Gesetz.
und sich nicht so an nichts halten, was sie vor dort, oder an viele wesentliche Sachen nicht halten, die sie vor den Wahlen versprechen. Manche nennen das Verarsche. Das passiert an einem Bürger mit Stimmrecht nicht mehr, der die Stimme nicht mehr abgibt und seine Stimme in der Gemeinde zur Sache erhebt. Das heißt, es geht ja um öffentlich mitreden, um seine Stimme zu erheben, um die Dinge aufzuzeigen und dann gemeinsam abzustimmen. Aber eine Abstimmung zu einer Sache hat nichts mit einer Stimmabgabe an Parteien zu tun, sondern die Abstimmung zu einer Sache, damit behält sich der Bürger mit Stimme sein Recht zur Mitbestimmung. Ein weiterer Punkt, den wir berücksichtigen müssen, ist, dass Unwissen Ohnmacht bringt. Und nämlich die Ohnmacht der Alternativlosigkeit im Augenblick. Und Wissen bringt Macht. Es gibt nämlich immer mindestens 7 Alternativen. Und das Unwissen, diese Ohnmacht, die sind in der österreichischen Jammerei sehr gut zusammengefasst. Na, da kann man ja nichts machen. Und das war ja schon immer so. Oder gar, das will ich ja gar nicht wissen. Nachdem aber Wissen Macht bringt und das über das Erkennen von Alternativen basiert, ist die Frage der Wissenden, okay, was ist jetzt los und was machen wir mit dieser Situation am besten? Und das Wissen beginnt mit vielen Fragen und wir haben eine kleine Liste von Fragen zusammengestellt, nämlich, was ist Recht? Und so eine kurze Antwort dazu, was ist Recht? Das Recht zu leben bekamen wir vom Leben, vom Gewebe des Lebens selbst, das alles durchdringt, vom großen, großen Leben. Was ist Gesetz? Gesetz des Herrschers, des Staates, der Kirche, der Bürger. Was ist Verfassung? Verfassung steht vor dem Gesetz, kein Gesetz darf dagegen sein. In Österreich haben wir ein Bundesverfassungsgesetz aus dem Jahre 1955. Was ist Völkerrecht? Garantiert die Selbstbestimmung der Völker. Im Völkerrecht heißen wir Bürger natürliche Personen. Was ist Menschenrecht? Garantiert die Selbstbestimmung der Menschen. Was ist Naturrecht? Lebensrecht. Was ist ein Rechteträger? Okay, ein Mieter hat das Recht, in der Wohnung im Haus zu wohnen, der Eigentümer hat das Recht, die Wohnung zu vermieten, hat der Mieter nicht. Wer ein Haus verkauft, muss Eigentümer sein, dann hat er das Recht dazu. Wir Menschen sind Rechteträger an unserem eigenen Leben, das wir vom Leben bekommen haben, und als Volk sind wir die Rechteträger am Selbstbestimmungsrecht. Und hier spielt die vom Volk abgestimmte zentrale Verfassung eine zentrale Rolle. Wer sind die Rechteträger? Im Grunde sind es die Lebewesen, die fühlenden Wesen. Auch die Natur ist ein Rechteträger, weil, wie gesagt, das Lebensrecht wird vom Leben selbst gegeben und es ist das höchste Recht, das nicht beschädigt werden darf. Von wem geht daher das Recht aus? Ja, es geht eben vom Leben auf der tiefsten zentralen Fundamentebene aus und dann von uns Lebewesen, von uns Menschen. Was ist ein Volk? Hier verwenden wir gerne die Analogie, die Menschheit ist wie der Körper, die Völker sind wie die Organe und die Menschen sind wie die Zellen. So schützen die Menschenrechte, werden sozusagen der Zellschutz und das Völkerrecht ist der Organschutz, damit der Gesamtorganismus Menschheit gesund bleiben kann. Was ist ein Staat? Ein Staat hat Gebiet,
Volk und die Staatsmacht. Was ist Demokratie? Haben wir heute ausführlich geklärt. Entweder ist sie repräsentativ, also der Parteienlobbystaat, oder die Demokratie ist direkt, entspricht dem Bürgerstaat. Wer beschließt die Gesetze? Gesetzgeber, Legislative, bei uns Parlament. Wie entsteht heute Geld? Per Kreditbuchungszeile im Zentralgeldsystem. Wer startete das heutige Schuldgeldzinssystem? Ja, das wurde in den USA 1913 gestartet mit der Gründung der Federal Reserve und dann mit dem sogenannten Fractional Reserve Banking. Wie viele Lobbyisten sind in Brüssel? 25.000, schätzungsweise 25.000 Lobbyisten mit einem Jahresbudget von 1,5 Milliarden Euro nehmen in Brüssel Einfluss auf die EU-Institutionen. Etwa 70% von ihnen arbeiten für Unternehmen und Wirtschaftsverbände. Sie genießen privilegierte Zugänge zu den Kommissaren. Und sie überhäufen die Abgeordneten mit ihren Änderungsanträgen für Gesetzesvorlagen. Die europäische Demokratie läuft also in Gefahr, zu einer wirtschaftsdominierten Lobbykratie ausgehöhlt zu werden, sprich der neue EU-Faschismus. Wie hinterziehen Konzerne in der EU 1000 Milliarden Steuern pro Jahr? Dazu Arte Bericht, wie Konzerne Europas Kassen plündern. Bitte selber anschauen, der Link ist im Faktennachweis zur Sendung 11 im Okidok-Archiv. Geld regiert die Welt. Wir haben schon 3 Sendungen über das Geldsystem gehabt. Geld regiert die Welt und wir können dazu schreiben, jetzt Profit vernichtet die Welt. Und es geht darum, dass wir, die wir jetzt schon etwas klarer sehen, dass die Konzerne nicht von selbst und die Hochfinanz nicht von selbst auf die Schädigung verzichten wird, müssen wir uns überlegen, wie kommen wir von diesem lebensvernichtenden Profit als einziges Ziel zum lebensfreundlichen Gemeinwohl als wichtigstes Ziel. Wir, für alle, die es nicht ganz glauben können, dass der Profit über alles geht, hier kurzer Beitrag, ist im ZDF übersetzt worden, ist BBC erstmals erschienen. Wie die Schurken an den Börsen wirklich ticken, denen geht es tatsächlich nur darum, ihren Profit zu machen. Ob die Welt dabei... Ups, das ist abgebrochen. Ob die Welt dabei zugrunde geht, das kümmert sie nicht. Bitte selbst die Nachweise anzuschauen. Bei einer Weiterentwicklung eines alternativen Geldsystems geht es jetzt natürlich darum, das haben wir schon erkannt, dass es nicht mehr ein Geld für die Eliten sein soll, sondern ein Geld für uns Bürger. Und wir haben hier gegenübergestellt jetzt die zwei miteinander nicht verträglichen Systeme, also wo das eine ist, kann das andere nicht sein. Entweder geht es um diesen Maximalprofit der heutigen Struktur oder geht es um, wir haben es vorläufig einmal Gemeindewohl genannt. Bedeutet auf der Profitseite des Zinseszinsgeld mit den Auswirkungen, die Allerreichsten werden allerreicherer, auf der anderen Seite ein Zahlungsmittel zinsfrei. Die Wachstumswirtschaft auf der einen Seite, Ausgleichswirtschaft auf der anderen Seite. Ungleichheit, die Schere geht auseinander auf der einen Seite, Ausgleich auf der anderen. Die Betonung von Konzernen, vor allem der Finanzindustrie auf der einen Seite,
Klein- und Mittelbetriebe im Service- und Produktionsbereich auf der anderen Seite. Die globale Profitmaximierung kann übergeführt werden in einen Ausgleich des Profits innerhalb des Staates. Der Profit aus Zerstörung ist beendet, es muss durchaus mit einem Wiederaufbau der Natur begonnen werden und mit einem Rückbau der Übertechnisierung. Eines der größten Probleme ist natürlich, dass wir heute in der sechsten Massenauslöschung leben. Es sind jetzt im letzten Jahr bereits nur mehr weniger als die Hälfte der Insekten in Deutschland da. Das geht ganz, ganz rapide von einem Jahr aufs andere. Es sind über 60% der 1940 bekannten Arten bis 2015 verschwunden. Das ist also eine Massenauslöschung durch Profitgier. Und dem müssen wir als erstes in uns entgegensetzen, dass wir mit Achtsamkeit leben. Das hat also auch damit zu tun, dass wir die Produkte dieser Konzerne nicht kaufen und dass wir auch unsere Stimme nicht mehr abgeben bei einer Wahl und den Parteien und den Lobbyisten die Steuerung der Gesellschaft überlassen, sondern dass wir in aller Achtsamkeit und auch mit einem Quäntchen Mut das Ganze übernehmen. Der Zentralismus lebt natürlich von den Propagandamedien, die erfreulicherweise durch alternative Medien wie hier Radio Okidok mit seinen Sendungen abgelöst werden, ist im Augenblick unter großer Gefahr durch die Einschränkung des Internets. Da müssen wir wach sein und dagegen auftreten. Im Medizinbereich haben wir heute die Big Profit Chemie Pharma mit Aussagen, dass es ganz schlecht ist, wenn Menschen gesund werden, weil das würde weniger Umsatz bedeuten. Das muss wieder übergeführt werden aus der chemischen, rein chemischen Medizin in eine vorrangig natürliche Medizin mit natürlichen Methoden, die alle verfügbar sind. Das Alternativlos des heutigen Systems, wie gesagt, eine neurotische Fixierung, muss überwinden werden. Wir brauchen die lokalen Lösungen. Wir müssen uns also auf der Gemeindeebene überlegen, was wir tun, und wir müssen uns hier in Österreich überlegen, was wir auf nationaler Ebene tun. Mit einem nationalen Zahlungsmittel, die Parteipolitiker haben uns ja versprochen vor dem EU-Beitritt, dass der Schilling erhalten bleiben wird. Sieht man wieder mal die Lobbyparteipolitik, die ist, dass egal was sie verspricht, sie macht, was die Finanzeliten ihr befehlen. Und hier brauchen wir als lokale Lösung auf alle Fälle ein nationales Zahlungsmittel, das wir ja schon in Diskussion für eine breite öffentliche Diskussion hier zur Verfügung gestellt haben. Die Lobbyparteipolitik wird dann abgelöst durch heute Bürgerlisten, später dann im Endausbau durch Bürgerräte, wo Bürger in den Gemeinden die Verantwortung für die Geschicke übernommen haben. Wir brauchen dann keine EU mehr, wir brauchen keine UNO mehr, die der Welt vorschreibt, wie sie zu leben hat, sondern wir nehmen aus dem Völkerrecht das Selbstbestimmungsrecht der Völker heraus und schauen, dass wir zu einem ordentlichen Staatsrecht kommen, allen voran eine Verfassung, die eine Abstimmung vom Volk braucht. Weltbank, Internationaler Währungsfonds, Europäische Zentralbank sind dann als Zentralbuchgelderschaffer nicht mehr notwendig, wenn wir eine nationale Währung haben. Das können nach dem ABC-Modell zum Beispiel Gemeindebanken als öffentliche Dienstleistung machen. Ja, und der globale Freihandel, der also die Völker ausbeutet, damit die Konzerne zu billigst produzierten Produkten kommen, die dann in Märkten, wo mehr Geld vorhanden ist, zum Maximalprofit verkauft werden. Hier geht es darum, dass wir im internationalen Handel zu den gesamten Freihandel wirklich weglassen können, vergessen können, aus all den Vereinbarungen austreten können. Warum? Weil die bilateralen Handelsverträge heute noch immer die wesentlichen Außenhandelsverträge sind, die Österreich hat. Warum hat Österreich mit Russland einen Gasliefervertrag und nicht mit der Weltbank oder mit irgendeinem Globalisten? Weil
das die bilaterale Tradition ist, die wir haben, international, immer, überall. Das wird nur versucht, durch den Freihandel zu zerstören oder zu übersteuern. Warum waren hunderte Wirtschaftsvertreter aus Österreich mit der Regierung mit im Besuch in China? Da waren bitte keine Menschenrechtsaktivisten dabei, da waren keine alternativen Denker dabei, sondern da waren Wirtschaftler dabei. Da geht es um bilaterale Verträge, die wir mit China machen müssen, und das müssen wir auch machen, aber das sind wiederum bilaterale Verträge und das hat nichts mit globalem Freihandel zu tun. Gut, da haben wir dann einmal kurz drüber geschaut, wie, was die verschiedenen Ausdrucksformen dieser zwei an und für sich gänzlich unverträglichen Systeme auf der einen Seite des maximalen Konzernprofits, auf der anderen Seite des vorrangigen Gemeindewohls sind. Die gehen eben nicht zusammen, aber die haben ihre Ausdrucksmöglichkeiten. Und hier haben wir einige davon besprochen, das sind also keine vollständigen Aufzählungen, sondern das sind nur Punkte einmal, die man miteinander verbinden kann und auch noch verbunden werden. Hinweis noch am Ende der Sendung, auf der letzten Seite des Faktennachweises gibt es dann die Liste der bisherigen Fakten-Sendungen mit den Links. Wir haben die Sendungen jetzt auch auf youtube.com/okidoc präsentiert. Bitte dort auch anschauen, bitte dort auch kommentieren, das ist auch eine Möglichkeit zu kommentieren. Gebt uns ein Däumchen hoch, wenn es euch gefällt, gebt uns ein Däumchen runter, aber schreibt dann dazu, was euch nicht gefällt. Wir bemühen uns gemeinsam, dass wir hier zu einem guten neuen Österreich einen Beitrag leisten können. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen, vielen Dank fürs Mitdenken, vielen, vielen Dank fürs eventuelle Kommentieren. Und ganz, ganz vielen Dank fürs Weiterschicken. Solltet ihr die Informationen in den Sendungen für brauchbar, für wahrhaftig, für gute Analysen, für zielführende Lösungsansätze halten, dann bitte schickt es weiter. Diskutiert es am Wirtshaustisch, im Wohnzimmer und unter Freunden. Wir müssen irgendwie zusammenstehen und gemeinsam nachdenken, denn die transnationale Hochfinanzelite, die arbeitet schon zusammen und teilt uns. Und die notwendige Gegenbewegung ist ganz klar und logisch, dass wir als steuerzahlende Gemeindebürger über die Parteigrenzen hinweg oder jenseits der Parteigrenzen zusammenfinden müssen, Konzepte arbeiten, unsere Stimme erheben, und darum beteiligt euch, schreibt es rein in die YouTube-Kommentare auf okidoc.com/YouTube und ja, lest euch durch, welche Kommentare das es gibt, sie sind also fast ausschließlich positiv, was uns sehr, sehr freut. Vielen, vielen Dank nochmals. Dann sage ich auf Wiederhören, schönen Nachmittag, schönes Wochenende, noch schöne nächste Woche. Bis zum nächsten Samstag um 12 Uhr wiederum auf okidoc.com. Fakten, Fakten, Fakten. Radio